Hallo meine Guten. Also ich muss mal sagen, ich bin ja sowas von hin und weg von euch. Eure Spendenbereitschaft ist ja einzigartig. Also da können wir uns jetzt wirklich die neue Kamera leisten. Lilly hat sie schon bestellt und ich denke mal, die kommt noch im Laufe dieser Woche. Ja, und dann seht ihr mich wieder. Dann kann ich wieder nach innen filmen. Und Leute, ich bin einfach begeistert von euch. Ich bin sowas von gerührt. Ihr seid die beste Community, die es gibt. Also, zum Tag heute. Wir stehen jetzt noch hier in Ingolstadt, fahren jetzt hier gleich los. Fahren nach Oelsnitz. Und dann muss ich erstmal gucken, wie das wird in Oelsnitz. Ob ich euch mitnehmen kann oder nicht, was ich von Auto fahre. Weil ich muss wieder meine Sonderaufgabe erledigen. Naja. Die Dummen sind immer die gleichen. Aber das wisst ihr ja. Also jetzt machen wir erstmal hier in Ingolstadt los und fahren erstmal nach Oelsnitz und dann gucken wir mal, wie es wird. So, jetzt sind wir in der rechten Richtung unterwegs. Hier haben wir gestanden. Dann können wir jetzt erstmal in aller Ruhe schön nach Oelsnitz düsen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich euch dann mitnehme nach Leipzig, ob das irgendwie klappt. Ich habe ja noch ein Stativ, vielleicht kann ich euch ja da irgendwie draufklemmen. Schon irgendwie klappen und wenn nicht, dann kann ich euch nicht mitnehmen. So, los Klausi, grüner wird's nicht. Es war grün. Naja, haben wir es nicht geschafft, ist grün. Jetzt. Wir haben so einen ganz schönen breiten Radweg hergezaubert. Aber hier hat es doch geklappt.
da haben wir heute nämlich ganz schön spät angefangen. 10.30 Uhr erst, weil wir nämlich hinten aus noch ein bisschen Schichtzeit brauchen. Lenkzeit ist natürlich jetzt 3 Stunden weg, ne? Aber da müssen wir halt heute einen 10er machen, das ist nicht zu ändern. Geht ja auch. Na, wie wird's Wetter heute? An den Alpen soll es schneien, bis zu 1 Meter haben sie gesagt. Ne? Ja. Freunde, ab auf die Autobahn. Oh, ich habe grüne Welle, was sagt denn da dazu? Ich bin beeindruckt. Das hatte ich hier noch nie, grüne Welle. Ach, da ist doch Platz neben dem weißen Auflieger. Da stellen wir hin, da stellen wir hin. Neben die Brücken stellen wir hin. Genug Platz neben den Brücken. So, meine Guten, jetzt fahren wir mal einen Auflieger holen. Und dann laden wir Leergut ab in Oberlose und laden Vollgut, stellen den Auflieger wieder hin. Und dann nehmen wir einen anderen Auflieger, fahren nach Leipzig. Laden dort ab, laden Leergut, stellen den Auflieger wieder hin. Und machen Feierabend.
So, anschneiden nicht vergessen. Und ab die Post nach Oberlosa. Nee, erstmal den Auflieger holen. So, jetzt fahren wir nämlich gerade solo, ohne irgendwas dran. Das ist ja ein komisches Gefühl, solo fahren ohne Auflieger. Das ist ja dort, wo unsere Spedition ist mit drin, wo wir dort abladen müssen und laden. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal gucken, wo der Auflieger ist. Der muss hier irgendwo stehen. Zwei müssen hier stehen. Einer, den wir jetzt mitnehmen und einer, den wir nachher mitnehmen. Einer steht hier. Und ein zweiter steht noch nicht da. Ich brauche jetzt die 9400. Ach, das ist genau der hier. Genau. Und den nehmen wir nachher. Also nochmal rundherum. Auf der falschen Seite. Den hier brauchen wir jetzt. Okay. Passt alles. Dann können wir losmachen. Die Räder drehen, jawohl. Hier kann man Paletten kaufen. So, auf nach Oberlosa. Da sind wir doch schon gleich da. Hier unten ist es doch schon.
So, jetzt ist natürlich hier alles voll. Das ist ja kacke. Selbst hier hinten ist alles voll. Polnisch, Kollege. Jetzt haben wir die erste Aktion geschafft. Da war ein Kollege von der Firma Schmalhofer da, die auch für uns fahren. Und der hat mir sogar noch ein bisschen geholfen. Der hat mir einiges erklärt, was ich an dem EasyTrap-Auflieger beachten muss. Ich zeige euch noch einmal, wie das funktioniert mit dem EasyTrap. Dass ihr das auch mal seht. Das ist eigentlich ein ganz cooles System. Bloß, es muss halt alles funktionieren. Ne? Was nicht funktioniert, ist natürlich Kacke. So, jetzt fahren wir den Auflieger wieder zur Firma Knoll, wo wir den hier geholt haben. Hängen den anderen an. Und fahren mit dem anderen nach Leipzig. Holen, schaffen wir dann wieder hierher. So, ne, die zwei warten wir noch ab. Hier machen wir jetzt keine Kopfstürze. Sind die nämlich schön, die EasyTrap-Auflieger. Wie gesagt, ich zeige euch das dann mal. Das ist ja auch für euch mal interessant, das mal zu sehen. Bei den EasyTrap-Aufliegern, da haben wir nämlich nur diese Haken hier und die werden hier vorne mit so einem Schalter ausgelöst. Passt mal auf. Seht ihr, da gehen die raus und dann wird das wieder entriegelt und dann schiebt man die Haken mit der Hand hier ein bisschen rein. So.
So, und dann, das macht man mit jedem. Die müssen ganz leicht gehen. Der geht nicht ganz leicht. Ja, da muss ich klopfen. Der geht ganz leicht. So, also. Und dann wird das wieder verriegelt. Und dann ziehen die wieder straff. Seht ihr, der hat den sogar gefangen dort. Wie sich das gehört. So. Jetzt haben wir Auflieger getauscht. Jetzt fahren wir nach Leipzig. Abladen, laden. Und dann fahren wir wieder her und dann ist Feierabend. So, wenn die zwei durch sind, dann geht's los. Zurück, Auflieger hinstellen, ab nach Elsnitz.
Dings da, Bums da. Auflieger stellen wir wieder da oben hin, wo wir ihn geholt haben, und dann fahren wir runter, wo unser Auto steht. So, meine Guten, jetzt haben wir genug Pause gemacht, dreiviertel Stunde ist rum, jetzt fahren wir hier wieder raus, ich hätte mir einen Kaffee holen können, naja, überhaupt nicht dran gedacht. Ja, dann habe ich ihn auch nicht gebraucht, wenn ich nicht dran gedacht habe. Was soll's? So, jetzt fahren wir wieder hier raus Richtung Autobahn. Die Abladestelle war ja hier vorne. Da sind wir hier vorne gleich rechts, also beim Pförtner rein, dann rechts und dann hinten um die Halle rum. War ja ganz entspanntes Abladen. Mit dem EasyTop, das ist gar nicht mal so schlecht. Da spart man sich einen Haufen Schnallen zu machen. Bloß funktionieren muss es halt, ne? Technik ist nur so lange gut, solange sie funktioniert. Aber hier bei dem funktioniert es ganz gut. Ich habe auch schon welche gehabt, die haben schlimmer funktioniert. So, mein Freund Pförtner, ich wünsche dir einen schönen Abend. Meine Lieben, jetzt sind wir wieder im Dicken. Ach, das war ein Ritt heute, sag ich euch. Von Ingolstadt hier hoch zum Bösen nach Leipzig wieder hierher. So, falls ihr euch fragen solltet, warum ich in Oelsnitz bin und nicht nach Hause gehe, kann ich euch sagen, weil ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, würde ich die Hunde wecken, würde ich die Lilly wecken, würde das ganze Haus wach werden. Ich müsste noch nach Hause laufen oder mit dem Scooter fahren, je nachdem, wie ich Lust hätte.
Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin hundemüde. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas. Da lieber schlafe ich jetzt hier im Auto. Und wenn ich morgen später anfangen sollte, kann ich dann immer noch mal nach Hause fahren. Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt hier im Auto bleibe und hier schlafe. Also meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mit euch wieder mal Spaß gemacht, wie immer. Und dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen.